So, werte Zuschauerschaft, wir starten nun einen neuerlichen Versuch, diesen Wagen zu stehlen. Wir warten nur noch ab, bis der Bulle, der sich da vorne befindet, sich um die Ecke gemacht hat, was soeben der Fall ist. Und nun werden wir einen neuen Versuch starten, diese Karre zu knacken. In der Hoffnung, dass die beiden Gorillas da zu spät mitkriegen, was wir tun. Na, mal schauen. Lalala. Oh oh, oh oh, oh oh. Rein da, ganz schnell. Und jetzt weg. Fahrt zurück zu Salieri. Na, das hat schon ein ganzes Stück besser geklappt als die letzten Male. Ich hoffe bloß mal. Oh ja, das könnte natürlich sein. Oh, ganz schnell weg, ganz schnell weg. Ich habe keine Lust, jetzt hier verfolgt zu werden von denen. Es könnte natürlich sein, dass die Gorillas jetzt auf die Idee kommen, uns einfach mal hinterher zu fahren. Denn wir sind ja nicht ganz unauffällig, sagen wir es mal so. Aber immerhin, wir haben es schon mal geschafft, in die Karre einzusteigen. Und wir sind diesmal nicht im normalen Berufsverkehr überfahren worden. Ich sag euch, Leute, beim letzten Mal, ich hätte schreien können, als der Kerl mich überfahren hat. Das ist doch echt... Es hat in die Aufnahme irgendwie gepasst. Da lief ja alles schief. Und auch jetzt bin ich nur bei 5 Lebenspunkten. Also ich habe zwischendurch mal so ganz leicht bei einem angeeckt. Ich glaube, da habe ich nochmal einen Lebenspunkt verloren. Aber ich würde sagen, mit den 5 Lebenspunkten cruisen wir jetzt ganz gediegen nach drüben, auch wenn wir hier natürlich die Totschlägerstraße genommen haben, die todbringende Serpentinen-Aneinanderreihung, wie auch immer. Also, die ist ja so hässlich, die Straße hier. Da kann man schon mal schnell sterben, aber wir werden es nicht tun. Nein, wir werden überleben und werden dieses Auto unserem Fuhrpark hinzufügen. Nicht wahr? Da halten wir sogar mal am Sobschild. Ja, und dann haben wir noch ein ganzes Stück vor uns jetzt. Aber ich will jetzt, ich lasse jetzt auch die Tempobeschränkung mal drin hier in der heutigen Aufnahme, oder beziehungsweise jetzt zumindest erstmal, solange wir mit so wenig Lebenspunkten unterwegs sind, weil ich einfach wirklich sicher gehen will, dass wir jetzt nicht nochmal 70.000 Versuche brauchen. Und weil ich meine Aufnahmezeit heute mal effektiv nutzen will. Also ich habe das letzte Mal mit Erschrecken festgestellt, dass ich mich vollkommen verkalkuliert hatte, was die aufgenommene Zeit anging. Ich dachte, ich bin irgendwie so bei 2,5, 3 Stunden oder so. Und dann waren es bloß 1,5 Stunden gewesen, die ich aufgenommen hatte. Weil ich so unglaublich viel ohne Aufnahme gespielt hatte. Einfach, weil ich es nochmal nachspielen musste oder weil es nicht geklappt hatte oder so. Dass da wahnsinnig viel Zeit draufgegangen ist, obwohl ich wirklich den gesamten Nachmittag da das letzte Mal gespielt hatte, als ich hier Aufnahmesession gemacht habe. Naja gut, das wollen wir diesmal anders lösen. Ich denke nicht, dass wir das heute durchspielen werden, ihr Mafia. Auch wenn wir natürlich schon im Jahr 1938 sind und damit uns jetzt so langsam auf das Finale, auf den... Nein, was machst du denn da? Rammst du meine Karre? Ich hasse es ja nicht. Auf den Klimax dieser Geschichte zu bewegen hier, natürlich, wollte ich sagen. Trotzdem glaube ich nicht, dass wir es heute schaffen, weil ich jetzt einfach nicht so viel Zeit habe. Es ist schon, lasst mich lügen, es ist 20 Uhr, na, 20 Uhr 20 ist es gerade. Ja, und da die Wände sehr dünn sind, werde ich jetzt auch nicht so unglaublich schreien hier, denke ich mal. Und vor allen Dingen werde ich deswegen auch nicht über die Grenze von 22 Uhr machen können, weil dann einfach mal die Zeit um ist, also nee, weil dann hier Ruhestörung und so ist, ihr wisst schon, weil die meisten Leute ja auch schlafen, die Normalsterblichen, ne? Oder die mit normal tickendem Hirn, sagen wir es mal so, da zähle ich mich jetzt nicht unbedingt mit dazu. Ja, die wollen wir natürlich nicht stören, die Jungs und Mädels, die das machen, deswegen nur eine kurze Aufnahmesession heute mal. Aber die will ich, wie gesagt, effektiv nutzen. Mal schauen, ob das funktioniert. Da bin ich ja mal gespannt. Nein, ich will nicht mitsingen. Es ist schrecklich. Es hat auch letztens, als meine Freundin mal bei mir mit in so ein Video reingeguckt hat von Mafia, die hat gemeint, die Musik ist so ätzend, weil die sich so im Kopf festbeißt. Ja, ist auch so. Also ich will ja wirklich nie mitsingen, aber es lässt sich irgendwie nie vermeiden. Man neigt dazu, irgendwie einfach mitzusingen dann. Oder so irgendwie vor sich hin zu summen, weil sich das einfach so fest frisst in den Hirnwindungen. Es ist schon übel. So, und während ich hier sinnlos vor mich hinquatsche, haben wir es tatsächlich fast geschafft. Das wäre es ja, wenn wir endlich mal wieder volle Lebenspunkte kriegen würden jetzt. Wenn wir endlich diese Kackmission hinter uns bringen könnten. Also so kackig war die Mission ja eigentlich gar nicht.
Aber naja, sagen wir mal, es war alles sehr unglücklich, wie es so gelöst wurde und, oder wie ich es so gelöst habe. Ja, so, jetzt aber Vorsicht, Obacht, Vorsicht walten lassen hier, dass wir niemanden umnieten. Nicht wahr, Herr Wachtmeister? So, den Typen dann nicht umfahren. So, dann packen wir mal unsere Nobelkarosse hier. Na, mit Anecken. Hier in der Garage, Ralphie, schau mal, was ich Schönes habe. Der ist schon schick, finde ich. Also, mir gefällt er. Wenn ihr mir jemand schenken würde, ich würde ihn nehmen. Was brauchst du? Etwas mehr Platz brauche ich. So, dann schauen wir mal. Thor, Bruno, Crusader, Lasseter, Fetern, Gelb. Den machen wir erstmal weg hier. So, den lassen wir. Den können wir wegmachen. Ja, genau. So passt das, würde ich sagen. Okay. Dann haben wir es endlich geschafft, Leute. Wir haben es vollbracht. Die Mission ist zu Ende. Gott sei es gedankt. Wir können fortschreiten. Bitte sehr. Die Autos wurden hinzugefügt. Dankeschön. Oh, Stille. Nur zur Erholung. Der nächste Auftrag. Der heutige Job ist die reine Erholung, Jungs. Da ist eine Importfirma, die jede Menge Luxusgüter aus der ganzen Welt ins Land bringt. Gestern ist wieder eine Schiffsladung vor dem Zeug im Hafen angekommen. Und ein paar Dinge auf der Liste würden mir schon gefallen. Was haben die, was wir nicht haben, Boss? Naja, ich habe lange keine ordentliche Zigarre mehr geraucht. Und die haben fast eine Tonne davon. Zigarren? Ja, Zigarren. Was ist daran so seltsam? Die Kunden in unseren Nachtclubs möchten gute Qualitätszigarren rauchen, aber die sind teuer und schwer zu beschaffen. Wenn wir jetzt eine Wagenladung der besten Zigarren bekommen, verdienen wir damit so viel wie bei einem Banküberfall. Was? Oh mein Gott, bringt mir einfach eine Wagenladung. Pauli, erklär es ihnen. Okay. Hör zu. Pauli, was zum Teufel geht hier vor? Woher zum Teufel soll ich das wissen, Tommy? Wir müssen einfach nur einen LKW mit teuren Zigarren schnappen. Der Don will sie haben und wir kriegen Geld dafür. Also müssen wir sie beschaffen. Scheint mir nur ein zu kleiner Fisch für ihn. Vergiss es, Tom. Die Zigarren, die wir stehlen sollen, sind in Kisten verpackt am Hafen. Wir brauchen nur einen LKW, mit dem wir zum Hafen fahren. Und dann müssen wir da rein. Wie sollen wir vorgehen? Die Wache am Hafen ist jetzt ein wenig schärfer als zu Morellos Zeiten. Stimmt genau. Die harte Tour läuft nicht. Also ziehen wir das ganz cool durch. Wir schnappen uns einen der LKWs, während er Güter durch die Stadt transportiert. Auf ihren LKWs steht in großer Schrift Atlantic Import. Wir warten einfach, bis einer aus dem Hafen kommt. Dem folgen wir zu einem ruhigen Örtchen ohne Bullen und versperren ihm den Weg. Mit ein paar Schüssen in die Luft holen wir den Fahrer raus. Sobald wir seine Papiere haben, kann einer von uns in den Hafen hinein. Und wir legen den armen Kerl um? Nee, das macht zu viel Ärger. Wir holen ihn aus dem Wagen und nehmen ihm alles ab, was er bei sich hat. Du fährst mit dem LKW zum Hafen, Tommy. Überraschung. Dort belädst du ihn mit den Zigarrenkisten und wir treffen uns an der verabredeten Stelle. Ich lade sie alleine auf, lade sie alleine ab und rauche vielleicht eine oder zwei. Und was macht ihr? Wir warten ein Stück vom Hafen entfernt an der verabredeten Stelle. Und wenn dich jemand verfolgt, dann kümmern wir uns um ihn. Dann bringst du den LKW zum Übergabepunkt. Ja, okay. Und woran erkenne ich diese Kisten? Auf den Kisten steht der Schriftzug Scorsese Import Export. Und die verabredete Stelle? Wir fahren hin, ich zeig's euch. Ja, wir fahren zuerst dahin und dann holen wir uns den LKW. Na dann los. Auf geht's, meine Freunde. Geht zu Vincenzo und hol dir eine Waffe. Ich wusste ja gar nicht, dass Martin Scorsese auch Zigarren macht. Aber Tommy ist ja auch wieder in neuestem modischem Schick hier unterwegs. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich den LKW-Fahrer spielen muss, wenn ich mir die Klamotten anschaue. So, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was da noch so alles stand. Stand ja noch ein bisschen mehr, ist bloß, dass wir zu Vincenzo gehen sollen. Ich nehme wohl besser ein Auto. Ach, tatsächlich. Können wir eigentlich hier mit... Wir trinken nach der Sperrstunde einen zusammen. Er hieß doch Luigi, oder? Mit dem habe ich schon lange nicht mehr ordentlich geredet. Sind wir denn eigentlich noch mit Sarah zusammen? Ich weiß es gar nicht. Nun gut, welches Auto wollen wir nehmen? Also ich habe ja schon so meinen Favoriten. Hallo? Ja, genau. Da hat er mal meinen Leichenwagen gerade vermietet, wie es scheint.
Wo kommen denn die ganzen Autos her hier? Ist ja Wahnsinn. Gehören die alle mir? Ist ja unglaublich. Aber die schönsten Karossen, die stehen draußen natürlich. Ja, da werden wir gleich mal mit unserem Apollon durch die Gegend fahren, würde ich denken, oder? Aber erstmal zu Vincenzo und schauen, was der Schönes für uns hat. Kriegen wir die? Die Dingens da? Wie ist sie denn? Lupara, glaube ich, ne? Hi. Nee, schade. Ärgerlich. Hätte ich gern genommen. Hey Jungs, was darf's denn sein? Gib Tom Schläger und Knarre und uns zwei Thompsons. Okay. Ach, ich hätte die Thompson auch genommen, ehrlich gesagt. Ja, danke. Nun gut. Danke, Vincenzo. So ein kleiner Colt 1911 hier. Genau. Und den Baseballschläger. So, können wir das denn... Wir stecken erstmal alles weg, würde ich sagen. Nö, kann nicht schaden. Da fummelt er schon wieder an seiner Lupara rum hier. Können wir noch irgendwas mit dem besprechen? Nein. Nun gut, auf geht's. Ach, wir müssen die zwei Hanseln jetzt auch noch mitnehmen, oder was? Da können wir ja gar nicht mit unserer schönen Nobelkarosse... Ach, nein. Und den können wir auch nicht nehmen. Ach, Mensch. Und den Bruno können wir auch nicht nehmen. Ja, dann nehmen wir den hier, würde ich sagen, ne? Auf dem Wahrsitz natürlich. Das ist wahrscheinlich noch das Beste, was wir haben an Viersitzern. Insofern das ein Viersitzer ist. Ja, ist es. Sehr gut. Na dann mal auf zu diesem kleinen Fisch, der es ja sein soll. Mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Klingt alles etwas atypisch. Vielleicht hat Rafi was für mich. Was? Ach so. Auch noch das. Ah, muss ja auch noch rückwärts jetzt wieder zurück. So. Wie jetzt, Ralphie hat was für mich? Seit wann hat Ralphie denn mal wieder was für mich? Ist ja schon ewig her. Ralphie? Ach, hier. Ach, diesen hier. Das ist... Ja, da bin ich dabei. Hi, Jungs. Ich habe hier was für euch. Heute mal was ganz Besonderes. Das gefällt mir. Sieht echt gut aus. So kommt ihr am besten rein. Lass mich raten, wie immer, ein einfaches Schloss. Ja, okay, sieht leicht aus. Überraschung. Danke, Ralfi. Gern geschehen. Gut, dann haben wir jetzt das gelernt und Ralfi hat ihn mir immer gleich wieder zugeschlossen. Schöne Sache. Gefällt mir eigentlich. Ich glaube, den habe ich auch so schon auf den Straßen gesehen und wollte ihn mal fahren. Es gibt nur eine Karre, die ich wirklich gern mal fahren würde, die wir bislang noch nicht gekriegt haben und die wir nicht klauen können. Das ist dieser silberne, den Morello früher mal gefahren ist. Den würde ich ja gern mal... Oh, der zieht gut durch und hat eine gute Lenkung, wie es scheint. Ja, aber den von Morello würde ich gern mal fahren. So, und dann wollen wir mal auf zur Erholung und die Zigarren klauen. Fahrt zum ausgemachten Treffpunkt im Works Quarter. So, Tempobegrenzung rein. Tucker, tucker, tucker. Ja, das ist ja... Ja, können wir eigentlich direkt hinfahren. Ist ja schön. Müssen wir keine großen Umwege fahren. Gefällt mir. Ach, wisst ihr, eigentlich können wir die Tempobegrenzung auch rausmachen. Die Karre hat eine gute Lenkung. Und ich hoffe einfach mal, die Bremsen sind auch gut. Und Bullen gibt es ja kaum welche im Works Quarter, soweit ich das... mitgekriegt habe sonst immer so. Von daher können wir ruhig mal ein bisschen rasen. Haha, so viel zum Thema keine Bullen. Und da vorne fährt auch noch einer im Auto. Super, Tempobegrenzung wieder rein. Hier, diesen hier meinte ich. Den hat Morello ja auch gefahren und den können wir noch nicht knacken. Den würde ich gerne haben. Der sieht nämlich gut aus. Aber wir sollten uns jetzt erstmal auf andere Sachen konzentrieren. Zum Beispiel darauf, LKWs zu klauen. So. Kann man hier durchfahren? Sollen wir hier durchfahren? Dürfen wir hier durchfahren? Scheint so, oder? Oh. Ja, die Perspektive. Wieder zurück. Ja, sieht gut aus eigentlich. So.
Da ich sowieso nicht weiter damit fahren muss, ist es egal, wenn die Scheiben ein bisschen angekratzt sind. So, wir müssen noch hier hin, oder? Irgendwie hier klopfen oder so?